Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe gerade ein Kabel-Direkt-Video gemacht, jetzt komme ich noch zu ein paar Produkten, weil ich möchte nachher anfangen mit dem Verkabel-Video. Ich möchte hier alles verkabeln, weil ihr wisst ja, ich habe umgeräumt, umgebaut, alles ein bisschen anders gemacht. Kommt auch, wenn alles fertig ist, auch noch dazu separat ein Video. In diesem Zusammenhang habe ich auch mal eine Firma angeschrieben, wo ich sehr viel Gutes von gehört habe, die mir aber so direkt gar nicht auf dem Schirm war. Und habe die einfach mal angeschrieben und gefragt, also die wird irgendwo Werbung stehen, ob sie mir davon ein paar Produkte zum Testen geben würden. Und die haben gesagt, klar, können wir machen. Habe jetzt von jedem Produkt eins, zwei Produkte fehlen noch, die sind unterwegs verschollen. Die werden wahrscheinlich dann demnächst kommen. Da mache ich dann nochmal ein separates Video zu. Da kommt noch ein Schalter und eine Lampe. Da mache ich dann ein separates Video dazu. Jetzt geht es erstmal ums Vorstellen. Und ich werde, wenn es dann soweit ist, und hier alles auf Alexa ist ja umgestellt schon, nicht, dass er aniert. Wenn ich dann das Video dazu mache, was ich hier alles eingebunden habe. Ich habe ja auch selber schon ein paar Sachen mir geholt. Da werde ich euch dann nochmal genauer darauf hinweisen, wo, wie, was. So. Ich werde das erstmal hier alles rausholen, dass ich euch das vielleicht ein bisschen besser zeigen kann. So. Wir fangen erstmal mit dem größeren an, würde ich sagen. Ich richte euch mal kurz nach unten. So, da haben wir hier einmal ein Smart Wifi Outdoor Plug. Darauf war ich mega gespannt. Also da war ich richtig heiß drauf. Outdoor und smartfähig habe ich so noch nicht gesehen. Das wäre für meine Eltern ziemlich interessant. Da bin ich gerade am machen und tun, dass meine Mutter vielleicht mit Alexa ein bisschen oder mit einem Google Assistant zurechtkommt und dann passt das. Da bin ich aber noch weit entfernt von. Aber ich wollte es halt unbedingt vorher mal testen. Und hier auf der Verpackung steht halt Google Assistant, Alexa und IFTTT. IFTTT ist, also IFT, also IFTTT. Das ist ein Programm, gibt es eine App und eine Webseite, da kann man Routinen anlegen. Ja, zum Beispiel könnte ich sagen, wenn das Ding angeht, also Steckdose an oder was weiß ich, dann möchte ich eine E-Mail haben oder dann soll auf Twitter eine Nachricht rausgehen. Kann man alles machen. Mit IFTTT gibt es hier noch Routinen, die andere Leute geschrieben haben, die man einbinden kann. IFTTT könnte auch nehmen, wenn er jetzt zum Beispiel, wie ich jetzt zum Beispiel auf Twitch einen Livestream mache, sagt IFTTT, ey, da ist was gestartet und teilt das zu Twitter und zu Facebook. Funktioniert super. So, das werden wir hier erstmal auspacken. Wir haben einmal hier eine Anleitung mit bei. Ich gucke mal, ob die auch in Deutsch ist. Die ist sogar in Deutsch. Wasserdicht. Wasserdicht hat er den Standard IP44. Also Spritzwasser, ja, direkt mit einem Wasserschlauch drauf, nein. Und wenn es im Gartenpool liegt, auch nicht. Also das haben sie extra da beschrieben. Spritzwasser, ja. Mit Wasser direkt drauf und im Pool da hinten natürlich auch nicht. Ist eigentlich... Ja gut, ich sag lieber nichts. Ich finde es dann immer sehr logisch, aber einige Sachen sind dann halt, wo ich mich frage, also nicht von der Firma her, sondern von manchen Leuten, es ist doch ersichtlich. Und naja, ohne Worte. So, dann haben wir hier ein kurzes Stück Kabel. Das ist mit Absicht zu kurz gehalten. Das ist halt auch für den Garten und so ganz gut. Dann kann man es in eine Steckdose machen, dann baumelt das unten und liegt nicht auf dem Fußboden oder so. So, ich werde es dann hier auf der Seite in die Steckdose machen. So, und dann haben wir hier einen dicken An- und Ausschalter, was ich sehr gut finde. Den kannst du richtig dick... Ganz richtig mit dem Daumen drauf, bum, 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 hat einen guten Druckpunkt. Die Steckdosen, hier steht auch TÜV.
Juadon 16-250 IP44. Hier steht es auch nochmal extra drauf. IP44, also Wasserschutz. JD001S. So, wenn wir das dann hier aufmachen, ist auch ordentlich Zug drauf. Dann sieht das da drinnen so aus. Ja. So, und da bin ich dann mal gespannt, ob ich, das werden wir dann nachher alles sehen, ich werde das dann, werde dann noch ein Video machen vom Einrichten und so. Da bin ich gespannt, inwiefern und wie schnell das funktioniert. Und ich bin gespannt, ob man die separat voneinander ein- und ausschalten kann. Dass man sagt, hier an und aus, ja, aber vielleicht Doppelklick, eins an, zwei an, oder ob hier beide gleichzeitig an sind. Oder ob man halt in der App dann so ja vielleicht sagen kann, hier, ich möchte halt nur eins an haben oder zwei. Achso, da ist auch ein LED drin, sehe ich gerade. Na, das werden wir uns dann nachher alles angucken. So. Da mache ich dann aber ein separates Video darüber. Jetzt geht es jetzt nur um die Produkte und was sie können. Das, also ein Unboxing will ich es mal nennen. Ja, einmal. Dann haben wir von Meros auch einen, habe ich es richtig ausgesprochen? Meros. Eine Steckdose und die gibt es halt in verschiedenen Ausführungen. Auch hier wieder Google Assistance, Amazon und IFTS. Und die gibt es halt für Frankreich, AU ist, glaube ich, Australien, UK ist England, EU sind wir und US. Ja, und EU ist jetzt ein Haken dran. Also die bieten das für verschiedene Länder an. Die haben auch Heizungssensoren, die bieten sie aber, haben sie mir gesagt, nicht in Deutschland an. Oder noch nicht in Deutschland an. So, da haben wir auch wieder ein kleines Heftchen mit bei. Auch wieder die Meros-App und hier ist gerade Englisch, danach kommt Deutsch mit einem Strichcode und so. Die Meros-App habe ich mir schon runtergeladen, einfach Meros eingeben. Man kann natürlich auch hier den Code dafür nehmen. So, und dann haben wir hier eine Steckdose. Ja, ganz normal, EU-Steckdose, also eine deutsche Steckdose. Also EU hat ja Standard, außer England. Hier hinten sind auch Sachen aufgeprägt und was steht da? 16-250. Eine Seriennummer, eine MAC-Adresse steht hier auch. Und wo haben wir denn? Da haben wir hier denn einen Knopf zum separaten An- und Ausschalten, aber wie gesagt, sie ist Alexa-fähig. Also werden wir hier auch über Alexa ein- und ausschalten können. Die Verarbeitung ist sauber, super. Sieht schön aus. Sehr clean. Also ich mag es ja nicht, wenn da so viele bunte Linien oder was weiß ich. Die ist sehr clean. Also die fällt halt nicht großartig auf, wo man sagt, weil viele wollen ja dann auch eine Spunte oder was weiß ich, die wollen dann einfach nur eine Steckdose und die soll halt nicht großartig auffallen oder dass man sieht, dass da irgendwas anders ist. So, und dann kommen wir zu noch was Tollem. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich mir die vielleicht sogar für den PC nehme. Da haben wir hier einen etwas größeren Zettel logischerweise mit bei. Das ist eine Steckdosenleiste. Ich suche gerade Deutsch. Ach hier, häufige Fragen. Welche Geräte kann ich mit der Meros Steckdosenleiste steuern? Sie können eine Lampe, Ventilator, Luft, da und alle Kleingeräte gemäß Spezifikation MS S4 bis 10A Ausgang, also 10 Ampere wahrscheinlich steuern. Was soll ich tun? So, USB, Power an, Power aus, Steckdose, Power an, Power aus. So.
Da bin ich auch mal gespannt. So, das ist eine kleine schnucklige Steckdose. Mit einem schönen dicken Kabel. Ja, hier die Kabel sind auch alle geschützt. Da ist so ein Gummihäutchen drüber. Wir haben hier oben einen An- und Ausschalter. Und wir haben hier 4 USB und 3 Steckdosen. Sieht man das? Ja, die wäre halt auch für einen PC wäre die ganz gut für mich geeignet. Ich wollte sie eigentlich hinter der Couch machen. Vielleicht nehme ich sie dann doch für einen PC. Da kann ich dann meine LED-Lampen dran machen. Die haben USB, eine Steckdose. Zweimal habe ich dann noch zweimal USB frei für Kopfhörer laden und sowas alles. Und 3 Stecker habe ich dann noch. Da kann ich dann so ja die Turbo-Ladefunktion vom Huawei nutzen, weil da braucht man wirklich diesen Adapter, sonst weiß ich nicht, will ich mal testen, vielleicht geht es ja mit auch schneller. Aber eigentlich braucht man diesen Adapter dazu. Verarbeitet sieht echt. Oh! Hier, guck mal, was das für schöne Noppen drunter hat. Anti-Rutschschutz. 6 Stück. Oben 3, unten 3. Finde ich gut. Ja, hey doch. Ist oben mattes Plastik. Also weiß matt an der Seite. Weiß Klavierlack. Und ich bin gespannt, ob man die Geräte einzeln steuern kann. Also praktisch, dass ich halt USB separat sagen kann, USB an und aus. Und Steckdose 1, 2, 3 an, aus. Da bin ich gespannt. Das werden wir alles nachher im Video sehen. Ich habe mich mit Absicht da noch nicht drüber schlau gemacht, weil ich ja für euch auch testen will, wie einfach ist ein Produkt, wenn man das bekommt, also sich kauft oder auch so von einem Freund oder ist irgendwo herbekommt, ohne dass man die Anleitung liest, kriegt man es schnell hin und kriegt man es nicht schnell hin? Ist es selbsterklärend oder nicht? Ja, das wollen wir uns ja dann alles angucken. Wir werden damit dann auch anfangen. Mit der Steckdosenleiste. Das würde ich dann aber in einem separaten Video machen. Hoppala. Und wie gesagt, ich werde später auch nochmal ein Video machen, wenn die Produkte alle da sind, wo sie sein sollen. Ich habe ja noch viel mehr davon, was ich mir auch selber geholt habe. Dass hier wirklich der Raum so viel wie möglich smart sein soll. Also so viel wie möglich soll man so an, aus machen können oder was ändern können, wie es geht. Ja, und geplant ist, ich kann euch schon sagen, was geplant ist, Steckdose, LED, die ganze Fernsehbereich von den Steckdosen her, Lichtschalter kommt noch und eine Lampe kommt auch noch. Da bin ich mega, mega, mega mäßig gespannt. Also, was ich hier alles noch und ob das so funktioniert, wie ich denke, dass es funktioniert. Werden wir sehen. Von der Qualität sahen jetzt alle 3 Produkte, die ich jetzt hier habe, echt klasse aus. Muss ich wirklich so sagen. Also Verarbeitung, keine scharfen Ecken, Kanten, dicke Kabel, auch die Enden der Kabel, wo ich schon ganz andere Sachen gesehen habe, dass das denn hier lose war und so innen drin. Ja? Und dann hat man hier immer so ziehen können, dann war das fast kaputt. Oder auch hier total lose bei manchen. Überhaupt nicht. Hier ist wirklich dick fest. Der ist, sieht man das vielleicht, ja. Da ist wirklich nichts locker oder irgendwas, oder dass man mal klappert. Hier klappert gar nichts. Auch bei den anderen Produkten total, wirklich, kann man nicht meckern. Also Qualität her, erste Sahne. Jetzt bin ich gespannt, wie das Einrichten klappt und ob das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. So. Ich würde dann jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich bereite jetzt hier schon mal alles vor. Ich habe nämlich hier schon eine Steckdosenleiste hier hochgemacht. Ich habe noch die HDMI-Kabel hier vom HDMI-Video. Und dann werden wir mal anfangen, mit der Meros-App uns zu beschäftigen, weil da habe ich auch noch nicht reingeguckt. Ich bin komplett gespannt. Ich gehe da komplett alles von Null an. So, ich bin dann mal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.
sagt euer Odin.